Ich bin auswärts oder in den Ferien und will mich mit einem WLAN verbinden, damit ich keine mobile Daten brauche, die teuer sind. Na klar, ich nutze dann die Daten des Hauses auf die Rechnung des Hauses. Mein Name ist Pirmin Lehner. Zuerst stelle ich, wenn ich ins Ausland gehe, immer die mobilen Daten ab. Ich zupfe hier oben nach unten und nochmals, das ist bei jedem Nattel ein bisschen anders. Hier sehe ich bei mir Sunrise. Es kann auch sein, dass hier steht mobile Daten. Und wenn ich hier draufklicke, dann sind die mobilen Daten weg. Das heißt, ich habe keine Kosten mehr und die Kosten fallen allenfalls hier beim WLAN an. Im Moment habe ich eine WLAN-Verbindung und ich möchte mich jetzt aber auswärts mit einem anderen WLAN verbinden. Wie geht das? Ich gehe nochmals zum Startbildschirm. Hier beim Startbildschirm sehe ich ein bisschen nach unten und ich sehe hier bei diesem Zeichen, ich bin mit einem WLAN verbunden. Ich schaue mal nach, wie viele WLAN-Netze hier im Haus gerade aktiv sind. Ich lasse den Daumen einen Moment drauf. Und sofort erscheinen alle WLAN-Netze in meinem Haus. Das ist ja unglaublich. Die kenne ich alle nicht. In einer Stadt sieht es aber ganz ähnlich aus, in einem Hotel auch. Und jetzt frage ich den Hausbesitzer, welches WLAN denn zu ihm gehöre. Dann sagt er zum Beispiel dieses hier oder dieses. Er gibt mir dann den Namen des WLANs an. Ich klicke hier drauf und dann gibt er mir noch ein Passwort an. Häufig ist dieses Passwort oder der Name des WLANs und Passwort in der Lobby des Hotels oder beim Eingang in eine Herberge. Man fragt danach und erhält das Passwort. Dann tippe ich hier das Passwort ein, das ich erhalten habe. Ich kann hier das Passwort auch anzeigen lassen, wenn ich unsicher bin, ob ich das richtig eingetippt habe. Und nachher verbindet man sich und kommt dadurch ins Internet, kann damit WhatsApp schreiben oder sogar über WhatsApp telefonieren, Daten herunterladen, Karten herunterladen, alles was mit dem Internet zu tun hat, das funktioniert dann alles auf Rechnung des Hauses. Das war's.